weiter, Barakallahu, mit der Erklärung von den Hadithen. Und zwar, wir sind bei Hadith Nummer 18. Und das ist Hadith an Abi Dharr Jundub ibn Junada wa Abi Abd al-Rahman Mu'adh ibn Jabal رضي الله عنهما أو عن أبي ذر جندبي ابن جنادة أو جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Nach Abu Dharr Jundub ibn Junada und Abu Abdurrahman Mu'adh ibn Jabal. Allahs Wohlgefallen auf beiden. Sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam: Fürchte Allah, wo immer du bist. Fürchte Allah, wo immer du bist, und lasse der bösen Tat die gute Tat folgen, sie auszulöschen, und behandle die Menschen mit gutem Charakter. Das Hadith ist bei At-Tirmidhi. Und das ist ein Hadith von den Grundlagen der Hadithe im Islam. Und das geht hier um Charakter und Benehmen. Das geht hier um Charakter und Benehmen und um Taqwa, um gute Taten, nachdem man schlechte Taten begangen hat. Und wie ich schon erzählt habe in anderen Hadithen, einige Gelehrten sagen, diese Überlieferung gehört zu den drei oder vier Hadithen, der Basis der Religion. Das bedeutet, innama al-amalu bin-niyat, innama al-amalu bin-niyat, man amila amalan leysa alayhi amruna, al-halal bayin, al-haram bayin, und diese Überlieferung. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. In aber anderen Gelehrten, die sagen auch ad-din und nasiha dazu und so weiter. Auf jeden Fall, wirklich diese Überlieferung ist eine Basis für einen Muslim in der Praktizierung seiner Religion. Erstmal, ittaqillaha haythuma kunta. Was bedeutet, barakallahu fikum, dieses Wort? Ittaqillaha haythuma kunta. Das bedeutet, du musst wissen, dass Allah dich überall sieht. Allah sieht dich überall. Und weiß, was du in deinem Herzen trägst, ob du das kundtust oder nicht. Allah subhanahu wa ta'ala weiß das und sieht dich subhanahu wa ta'ala überall. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Fürchtet Allah. Ihr werdet zu Allah zurückkehren. Ihr werdet versammelt vor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir haben den Leuten, die vor euch waren, die das Buch gehabt haben, und euch befohlen, dass ihr Allah fürchtet. Allah sagt, ja, ihr الذين آمنوا اتقوا الله. O, die ihr den richtigen Glauben verinnerlicht habt, fürchtet Allah. Was bedeutet aber fürchten Allah? Was ist mit das Wort, mit dem Wort At-Taqwa gemeint? Dass der Diener
zwischen ihm und Allah einen Vorhang macht, dass er die Strafe Allah nicht bekommt, dass er geschützt wird vor der Strafe, indem der Diener das Gute tut und das Schlechte unterlässt. Das ist, barakallahu fikum, der Sinn von Taqwa Allah. Das ist der Sinn von Taqwa Allah. Das ist der Sinn. Taqwa bedeutet, das kommt von Ittiqa. Das bedeutet, ich schütze mich. Ich schütze mich. Das ist Schutz. Das ist, du hast Schutz von Allah, vor Allah, dass du nicht die Strafe Allahs bekommst. At-Taqwa bedeutet, dass du das machst, was Allah dir befohlen hat und dass du verlässt und unterlässt, was Allah dir verboten hat. Machst du das, dann bist du derjenige, der Taqwa hat. Das heißt, Al-Muttaqun, die Diener, die Allah fürchten, sind diejenigen, die den richtigen Iman verinnerlichen, diejenigen, die keinen Schirk begehen, die keine Bid'a begehen, die versuchen, kein Haram zu begehen, keine schlechten Taten, keine schlechten Wörter, barakallahu fikum, zu sagen, zu begehen. Und At-Taqwa ist, barakallahu fikum, dass du deine Religion praktizierst mit Licht Allah subhanahu wa ta'ala, dass du keine schlechten Taten praktiziert mit Licht Allah subhanahu wa ta'ala, weil du im Herzen Licht von Allah hast, damit du nicht in die Hölle kommst. So sollte man denken an Taqwa. Taqwa ist nicht nur, dass man betet und fastet. Nein, Taqwa, barakallahu fikum, ist mehr als beten und fasten. Wie Umar das gesagt, Umar bin Abdul Aziz das gesagt hat. Er sagt, ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. التقوى ist nicht nur, dass man betet und fastet, nein, sondern تقوى ist, dass man das tut, was Allah befohlen hat und das verlässt, was Allah verboten hat. Und wer mehr Gutes macht, dann ist das gut, mehr als das Gute, was man machen sollte. Deshalb, At-Taqwa bedeutet auch, dass man die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala meidet und dass man sich schützt vor dieser Strafe, indem man die Rechtleitung Allah subhanahu wa ta'ala praktiziert in diesem Leben. At-Taqwa bedeutet, dass du mit dir abrechnest und dass du kleine Sünden und große Sünden nicht begehst. Und wenn du sowas begehst, dann sollst du schnell Allah um Verzeihung bitten und nicht weitermachen. Das ist At-Taqwa. خَلِّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا فَهُوَ التُّقَى وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. Das bedeutet, Taqwa bedeutet, dass du die kleinen Sünden verlässt und die großen Sünden verlässt. Und du bist wie eine Person, die barfuß auf ein Grundstück läuft und überall sind Dornen. Das heißt, es gibt hier Dorn. Was machst du? Du guckst deinen Weg, damit du weißt, wo du deinen Fuß tust, damit du keinen Dorn in deinen Fuß bekommst. Und das ist At-Taqwa. Immer wenn du etwas machst, dann erstmal denkst du an Allah subhanahu wa ta'ala. Ist es gut, was ich mache, oder ist das schlecht, was ich mache? Wenn das gut ist, dann mach weiter. Wenn das schlecht ist, dann pass auf. Das Schlechte ist Dorn und das Gute ist ohne Dorn. Und so läufst du in deinem Leben. Das ist Barakallahu fikum. Und Basis für Taqwa ist Wissen. Weil ohne Wissen wird man keine Taqwa haben. Ohne Wissen wird man keine Taqwa haben. Weil der Unwissende, der wird automatisch Fehler machen, Sünden begehen, Bid'a machen,
Schirk begeben. Aber wenn man Wissen hat, dann weiß man, wie man Allah subhanahu wa ta'ala anbetet und wie man sich vor der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala schützt. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Usikum bi taqwa Allah." Bevor er starb, ich befehle euch, dass ihr Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, dass ihr Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Und deshalb barakallahu fikum, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Person schützen und unterstützen. Aber wenn man Sünden begeht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala natürlich diese Person nicht mehr schützen. Und deshalb hier, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Abu Dhab und hat Mu'adh bin Jabal diese Empfehlung gegeben: Fürchtet Allah erstmal, egal wo ihr seid. Das wird nicht, was einige heutzutage machen. Wenn sie in den Moscheen sind oder wenn sie vor den Leuten sind und unter Muslimen sind, dann denkt man, oh, die sind super. Aber wenn sie allein sind, wal'iyadu billah, die machen alle Sünden, als ob Allah sie missehen würde. Allah subhanahu wa ta'ala sieht und weiß, was die Leute machen. Deshalb, barakallahu fikum, Ali ibn Abi Talib, rahmatullahi alayhi, sagte sehr schön bezüglich At-Taqwa. Der sagte: At-Taqwa, khawful jalili, wal-amalu bit-tanzili, wal-rida bil-qalil, wal-istidad li-yawm ar-rahil. Dass du erstmal Al-Jalil, subhanah, dass du ihn fürchtest. Was bedeutet, dass du ihn fürchtest? Dass du weißt, der kann dir eine Strafe verhängen. Der kann dich sofort bestrafen. Und deshalb, du hast Angst, dass du diese Strafe bekommst. Du willst eher den Lohn und nicht umgekehrt. وَالْعَمَلُ بِالْتَنْزِيلِ Du handelst nach der Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْرِضَ بِالْقَلِيلِ Du bist einverstanden mit dem wenig, das Wenige, was du in diesem Leben bekommst. وَالْاِسْتِعْدَادُ لِيَوْمِ الرَّحِيلِ Und du bereitest dich vor auf den Abschiedstag. Das wird, wenn du dich von diesem Leben abschiedest. Das ist At-Taqwa. Du denkst an Tod. Du weißt, dass du stirbst. Du weißt, dass Allah dich sieht. Du weißt, dass du nach dem Koran, nach der Koran und Sunna handelst. Und du sollst in diesem Leben bescheiden sein. Weil dir das nur zukommen lassen, gelassen wird, was Allah subhanahu wa ta'ala dir zuteil geschrieben hat, subhanahu wa ta'ala. Das ist At-Taqwa. At-Taqwa ist nicht, dass einige Leute denken, der macht immer im Gebet, der tut seinen Kopf nach unten, oder der denkt, wenn er über Islam redet, dass er gut redet. Das ist kein Taqwa. Viele machen das. At-Taqwa ist hier erstmal in deinem Herzen. Fürchtest du Allah hier? Liebst du Allah hier? Machst du, was Allah von dir will? Verlässt du, unterlässt du, was Allah uns verboten hat? Das fängt hier an, At-Taqwa. At-Taqwa fängt an, wenn du allein bist und keiner sieht dich. Wie handelst du? Bist du derjenige, der nur in der Öffentlichkeit guter Muslim ist? Oder bist du derjenige, der in der Öffentlichkeit guter Muslim ist und auch, wenn du allein bist, bist du guter Muslim? Das ist At-Taqwa. Und übrigens, Allah sagt im Koran, U'iddat lil-Muttaqin, das Paradies ist für die Gottesfürchtigen vorbereitet. Der hat nicht gesagt für jeden, sondern für diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala gefürchtet haben in diesem Leben. Weil der Muslim davon ausgeht, wir leben 60, 70 Jahre, 80 Jahre und dann werden wir sterben. Deshalb, der unterlässt viel in diesem Leben, damit er im Paradies alles bekommt. Und das ist der Sinn dieser Taqwa. Manche Leute sagen, wir brauchen Allah nicht zu fürchten. Wir lieben ihn. Natürlich, wir müssen Allah lieben, weil er diese Liebe verdient, subhanahu wa ta'ala. Aber wir fürchten ihn auch, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala warnt euch vor Allah subhanahu wa ta'ala. Weil wenn Allah subhanahu wa ta'ala zornig wird und wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Strafe verhängt, dann kann keiner das verhindern. Deshalb, wir lieben Allah und wir haben Hoffnung und wir fürchten Allah und wir machen uns Sorgen bezüglich seiner Strafe. So sollte der Muslim sein. Aber wenn man sagt, nur mal, ich liebe Allah, und da hat man überhaupt nicht diese,
diese Verinnerlichungen, dass man Allah fürchtet, dann wird man Sünden auch begehen. Und deshalb einige Leute, die machen Sünden, und wenn man ihnen sagt, wieso tut ihr das, sagen, ja, Allah verzeiht und vergibt. Das stimmt, Allah verzeiht und vergibt die Sünden. Aber Allah hat dir nicht gesagt, mach diese Sünden. Allah hat dir gesagt, pass auf, durch die Sünden machst du etwas gegen Allah subhanahu wa ta'ala. Und weil Allah weiß, dass wir Sünden begehen, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Mu'adh und Abu Dharr, der sagte ihnen, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Wenn du eine Sünde begehst, wenn du eine schlechte Tat begehst, dann mach nach dieser schlechten Tat eine gute Tat. Oder praktiziere etwas Gutes. Oder bitte Allah um Verzeihung. Zeige Reue. Dann wird die gute Tat die schlechte Tat löschen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala gerecht ist, subhanahu wa ta'ala. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Diejenigen, wenn sie etwas, wenn sie Verabscheuliches machen, Abscheuliches machen, oder wenn sie Unrecht tun gegen sich selbst oder gegen andere, sie erinnern sich an Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah sie sieht und dass Allah sie versammeln wird am letzten Tag. Deshalb bitten sie Allah um Verzeihung und Vergebung. Das bedeutet, sie machen das nicht sozusagen immer, sondern sie verlassen das. Weil sie wissen, es gibt einen Gott, der ihnen verzeiht und vergibt, wenn sie auch Fehler begangen haben. Dass wir einen Menschen ohne Fehler finden, das ist unmöglich. Die Menschen, die machen Fehler. Aber es gibt zwei Menschen. Ein Mensch, der macht diese Sünden und Fehler absichtlich, und ein Mensch, der macht das unabsichtlich. Sei nicht von denjenigen, die absichtlich Sünden begehen. Und denke immer, Allah sieht dich. Und Allah kann mit dir alles tun, subhanahu wa ta'ala. Du kannst nicht gegen Allah kämpfen. Wenn du aber Sünden begehst, dann kämpfst du gegen Allah subhanahu wa ta'ala. Die Sünde ist Kampf gegen Allah subhanahu wa ta'ala. Und wer gegen Allah kämpft, dann ist diese Person mit Sicherheit der Verlierer und nicht Allah. Deshalb, wenn man auch Schlechtes gemacht oder machen würde oder gemacht hat, dann sollte man schnell Allah um Verzeihung bitten, und da muss man wissen, Allah verzeiht und vergibt. Ein Diener hat eine Sünde begangen und er hat gesagt, oh Allah, verzeih mir. Allah sagt, mein Diener hat eine Sünde begangen. Und mein Diener hat gewusst, dass er einen Schöpfer hat, einen Gott hat, der die Sünden verzeiht. Ich verzeihe dir, mein Diener. Dann hat der Diener nochmal Sünde begangen. Und nochmal das Gleiche. Dann sagte Allah am Ende, mein Diener, tu, was du willst. Wenn du mich um Verzeihung bittest, dann werde ich dir verzeihen. Das ist ein Beispiel von vielen Hadithen und Ayat, dass Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht und vergibt. Das heißt nicht, dass der Muslim das ausnutzt, indem der Muslim Sünden begeht und sagt, sowieso Allah verzeiht. Du weißt nicht, ob Allah dir verzeiht speziell oder nicht. Allah verzeiht ja. Aber es kann sein auch, dass du dabei stirbst. Wer kann dir dann helfen? Du sagst ja, später wollte ich die Reue zeigen. Das geht nicht später. Entweder jetzt oder nicht. Deshalb soll man aufpassen. Die Tore von der Reue sind offen. Allah verzeiht und vergibt. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass wir schwach sind, dass wir Sünden begehen, dass wir sündigen. Aber das heißt nicht, dass wir das willkürlich machen, dass wir versuchen, Sünden zu begehen. Nein, der Diener, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, macht das nicht. Aber wenn der Diener das macht, was passiert mit ihm? Der sollte nach einer schlechten Tat sofort, schnell wie möglich eine gute Tat machen. Was ist nach einer schlechten Tat gute Tat? Das heißt Reue und Allah um Verzeihung zu bitten. Da wird Allah das verziehen. Und das ist eine große Diskussion. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Damit, wenn man gute Taten begeht, werden die schlechten Taten getilgt.
Aber es kann sein auch, dass diese Sünden, die man gemacht hat, so viel sind und so groß sind, dass diese guten Taten, die schlechten Taten nicht löschen können. Aufpassen, dass es zum Beispiel, wenn man eine große Sünde begangen hat, ja, ist anders, als wenn man eine kleine Sünde begangen hat. Wenn man Schirk begangen hat, ist anders, als wenn man kleine Sünde begeht. Wenn man Bid'a begeht oder zu Bid'a aufruft, ist anders. Und deshalb, es gibt so, wie Barakallahu Fikum, das ist wie Skala. Wie Skala. Das wird abgewogen. Das ist sehr schlimm. Das ist wenig schlimmer. Wenig schlimmer, wenig schlimmer. Das ist sehr gut. Oder das ist gut, besser, sehr gut, am besten und so weiter. Bei guten und bei schlechten. Aber allgemein, wenn du musst wissen, es gibt einen Schöpfer, es gibt einen Gott, der dir verzeiht, auf keinen Fall die Hoffnung verlieren und denken, Allah wird mir nicht verzeihen. Allah verzeiht und vergibt, subhanahu wa ta'ala. Egal, was du gemacht hast, aber es gibt bestimmte Bedingungen. Es gibt, barakallahu fikum, bestimmte Bedingungen, dass Allah subhanahu wa ta'ala von dir annimmt, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir verzeiht. Und da gibt es auch verschiedene Handlungen. Wenn du das machst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir verzeihen. Bittgebet, Gebet, Fasten, Wudu, Koran lesen. Und wenn das im Recht von den anderen Leuten ist, dann musst du die anderen um Verzeihung und Vergebung bitten. Und das Schönste ist, für eine Person, für einen Menschen, heutzutage, wenn diese Person kein Muslim ist, das Schönste ist, wenn diese Person den Islam annimmt, dann werden alle früheren Sünden verziehen, ungelöscht, unter einer Bedingung, dass diese Person im Islam gute Person wird und den Islam praktiziert, sonst nicht. Aufpassen. Aufpassen. Das wird, wenn man den Islam annimmt, und da macht man gar nicht für den Islam, dann la hawla la quwwata illa billah. Es gibt eine Überlieferung. Es kann sein, dass die Sünden nicht mehr getilgt werden in diesem Zusammenhang. Aber allgemein, alle Sünden werden getilgt, die man vor dem Islam gemacht hat und gelöscht. Aber eine sehr wichtige Frage ist diesbezüglich, in al-Hasanat wa atbi' al-Sayyiat al-Hasanat tamqa, werden die guten Taten allein die großen Sünden löschen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Weil die großen Sünden brauchen richtige Reue. Das ist ein Titel. Große Sünden, richtige Reue. Kleine Sünden werden durch gute Taten verziehen und vergeben. Und die Regel ist, wenn du eine kleine Sünde immer absichtlich und öfter machst, dann ist das nicht mehr klein, sondern das ist groß geworden. Aber wenn du das zum Beispiel Fehler gemacht hast und dann hast du Allah erwähnt, hast du gebetet, dann inshallah wird das verziehen. Barakallahu. Und die Leute nach einer Sünde oder nach einer Reue sind verschieden. Es gibt eine Person, die zum Beispiel Iman, starken Iman gehabt hat, macht eine Sünde und danach Reue. Wie wird die Person danach? Entweder wird er stärker im Iman oder schwächer im Iman oder gleich. Das hängt davon ab, wie man diese Reue gezeigt hat. Und wir kennen das Hadith, barakallahu fikum. Der Prophet s.a.w. sagte, diese Frau oder dieser Mann, er hat eine Reue gezeigt, wenn man 70 Leute von Medina zusammenbringt, dann kann das für diese Leute Reue sein. Das wird 70 Leute, wenn sie Reue zeigen, von den besten Sahaba, das erreicht nicht diese Reue, die diese Frau oder die dieser Mann gezeigt hat. Der Moslem versucht, keine Sünden zu begehen. Versucht, keine große Sünde zu begehen. Der versucht immer fern zu bleiben von den schlechten Taten. Aber wenn sowas passiert, das könnte passieren, aber nicht willkürlich, nicht absichtlich,
Wenn sowas passiert, dann sollte man nicht denken, Allah wird mir nicht mehr verzeihen, ich habe große Sünde begangen, ich kann nicht mehr. Nein! Sofort mit der Sünde aufhören, sofort Allah um Verzeihung und Vergebung bitten und sofort versuchen, Gutes zu tun. Und du musst immer wissen, es gibt einen Gott, es gibt einen Schöpfer, der dir Wege gegeben hat und Tore geöffnet, dass du zu ihm zurückkehrst. Er will dich, aber du selber, du musst ihn, subhanahu wa ta'ala, wollen. Aufpassen, barakallahu fikum, wa jazakumullah khayran. Deshalb derjenige, der den Islam angenommen hat, nochmal, der muss den Islam richtig praktizieren. Sonst, Allah, es könnte sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn zur Rechenschaft zieht für das Erste und das Letzte. Und das ist eine klare Überlieferung bei Al-Bukhari. Barakallahu fikum, jazakumullah khayran. Dann kommen wir zum letzten Wort in diesem Hadith. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Behandle die Leute mit gutem Benehmen. Und das ist etwas im Islam, was wir, barakallahu fikum, was das sehr wichtig ist in unserer Religion. Dass man die Leute wirklich gut behandelt. Das gute Benehmen zeigt. Und das gute Benehmen in unserer Religion, Alhamdulillah, ist im Koran und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und du siehst immer und du liest immer und du hörst immer, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gehandelt hat, dann versuchst du so zu sein. Das gute Benehmen ist innerlich und äußerlich. Innerlich, dass du kein Neid hast, dass du kein Hass hast, dass du nicht arrogant bist, dass du bescheiden bist. Äußerlich, dass du gut sagst, dass du gut handelst und dass du unterstützt und hilfst. Das gute Benehmen heißt, dass du keine Sünden begehst. Das gute Benehmen heißt, dass du andere, die deine Hilfe brauchen, unterstützt, wenn du kannst. Das gute Benehmen heißt, dass man nicht laut wird, außer in einem Unterricht oder in einer Rede. Dass man die anderen nicht verachtet, außer dass sie diese Verachtung verdienen, dass man sich über andere nicht lustig macht, dass man Schamgefühl hat, dass man sich schämt, aber nicht bei seinem Recht und bei der Wahrheit. Auch man schämt sich, aber sollte man ein bisschen sich schämen, wenn man spricht und so weiter. Barakallahu fikum, das gute Benehmen heißt auch, dass die Jüngeren Respekt vor den Älteren zeigen und dass die Älteren sich um die Jüngeren kümmern. Das gute Benehmen im Islam ist ein Weg zum Paradies, die am nächsten zum Propheten sein werden am letzten Tag, sind die Leute, die das gute Benehmen haben. Das gute Benehmen ist mit Allah, mit dem Propheten, mit der Religion, mit der Frau, mit dem Mann, mit den Kindern und mit den Eltern. Mit den Brüdern, mit den Schwestern, mit den Mitmenschen und mit anderen auch, die andere Glauben oder andere Religionen haben. Das gute Benehmen ist ein komplexes Thema für einen Muslim, für sein Leben. Wenn man dieses Thema praktiziert, dann wird der Muslim natürlich besser und besser werden. Und denke niemals, wenn du zum Beispiel großzügig bist und wenn du tapfer bist und wenn du ehrlich bist und wenn du, sage ich jetzt, gut redest und wenn du dich an das gute Benehmen hältst, dass du verlierst. Sondern du wirst gewinnen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das meiste, was zum Paradies bringt oder führt, ins Paradies führt, ist Husn al-Khuluq. Und das ist ein großes Thema. Kann man nicht jetzt innerhalb 5 oder 10 Minuten erklären. Aber allgemein, Husn al-Khuluq bedeutet, dass du das Gute anbietest, das Gute gibst, wörtlich, Handlung und so weiter. Dass du den anderen keinen Schaden zufügst. Und wenn du die Leute triffst, dann triffst du sie mit einem offenen Gesicht, mit einem sozusagen lächelnden Gesicht. Nicht, wal'iyadu billah, dass du sie immer triffst, mit zornig sein und so weiter.
إذا بارك الله فيكم جزاكم الله خير. تسكوت ابن هيمن إس أيني إس أين wirklich ist ein auch ist eine sehr wichtige Eigenschaft für einen Muslim und vielleicht auch in diesen Ländern. Überlege dir, wenn du Allah anbetest und du weißt immer, Allah sieht dich, deshalb fürchtest du Allah überall und du versuchst das gute Benehmen zu haben und wenn du eine schlechte Tat begehst, dann zeigst du Reue. Du bist der beste Muslim. Du bist dann der beste Muslim. Aber wenn du allein bist, dann machst du alles, was schlimm ist. Wenn du vor den Leuten bist, dann redest du anders. Wenn du, wal'iyadu billah, du machst alle Sünden, was du willst, und du hast schlechten Charakter, schlechtes Benehmen, dann bist du nicht der beste Muslim. Und jeder muss für dich selber, barakallahu fikum, entscheiden. Der Prophet sagt, die Nächsten zu mir im Paradies sind diejenigen, derer Charakter oder Benehmen gut sind. Das sind die Leute. Das heißt nicht, dass man nur gutes Benehmen hat. Nein. Das heißt auch, dass du die richtige Aqida hast. Weil die richtige Aqida auch unter anderem gutes Benehmen verursacht. Und umgekehrt. Wenn du das gute Benehmen hast, dann sollst du auch in deiner Aqida das gute Benehmen haben. Und das ist, wie du mit Allah bist. Weil das auch Benehmen ist. Benehmen zu Allah. Benehmen zum Propheten. Benehmen zum Islam. Benehmen zu Gelehrten. Benehmen zu Erwachsenen. Benehmen zu Jüngeren. Benehmen ein Mann zu seiner Frau. Frau zu ihrem Mann. Und so weiter. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Deshalb, der Muslim sollte sich an diese Überlieferung halten. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Indem man weiß, Allah sieht mich überall. Wenn ich Allah fürchte, keine Sünden begehe und das gute Charakter zeige, dann werde ich ins Paradies. Und jeder muss für sich selber handeln. Das mit anderen Wörtern jetzt, um das Ganze, um die ganze Überlieferung zu erläutern. Praktiziere das, was Allah befohlen hat. Verlasse das, was Allah verboten hat. Sei mit gutem Benehmen und wenn du einen Fehler begangen hast, dann bitte Allah um Verzeihung, Vergebung und mach das richtig für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist unser Hadith. Das ist alles. At-Taqwa ist Schutz. Zu suchen vor der Strafe oder vor etwas. Al-Khashya ist ein Gefühl, was du im Herzen hast, dass du etwas, dass auf dich etwas kommt, was du hast Angst davor. Aber mit Wissen. Al-Khawf ist ein Gefühl, was du im Herzen hast, dass du Angst vor etwas hast, auch ohne Wissen. Kann auch nicht Wissen sein. Kann, wenn das die Bedeutung von Khashia ist. Deshalb sagt Allah im Koran, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. Wahrlich, die Wissenden fürchten Allah. Ja, weil das mit Wissen ist. Der Alim, der fürchtet Allah, indem er weiß, wie er handelt. Aber der Jahil hat Angst. Aber es kann sein, dass er nicht weiß, wie er handelt. Und das ist der Unterschied zwischen den beiden. Al-Khashyatu ma'a harakati al-qalbi wal-ilm. والخوف احيانا ما في حركه بس بدودت بس بدودت wenn du Allah fürchtest wenn du khashyamäßig dann weißt du warum und du weißt was du wie du handelst zum Beispiel das Wasser kommt von dieser Seite und das Wasser läuft zu wie machst du wenn du jetzt dich retten willst derjenige der kein Wissen hat der nur Angst hat Vielleicht der wird auch in Richtung Wasser gehen. Der weiß nicht, was er macht. Oder der wird stehen. Aber derjenige, der Khashya hat, der Wissen hat, der wird erstmal gucken, das Wasser kommt hier. Welche Vorkehrungen kann ich treffen? Und dann, wie soll ich handeln? Und er macht das mit Wissen. Deshalb der Khashya.
Die Taqwa ist mehr als das dann. Taqwa ist, dass man Wissen hat, indem man das Schlechte verlässt und das Gute macht, damit man sich schützt vor der Strafe Allahs subhanahu wa ta'ala. Na. Natürlich. Natürlich, es gibt auch Stufe von Wara. Und das ist nicht bei jedem. Deshalb sagt Imam Ahmed, nicht jeder sollte sich so Wara machen. Einer macht jeden Tag 20 Sünden, dann kommt er, nein, diese Sache mache ich nicht. Aus Wara-Gründen. Du bist nicht Wara-Gründen. Wara-Gründen sind für die Leute, die wirklich so sind. Na. Was bitte? Dass man den Ort verlässt? Ja. Das gehört dazu, dass man eine richtige Reue zeigt, eine vollkommene Reue zeigt, indem man Freundekreis und Ort auch verlässt. Freundekreis und Ort verlässt. Erste Bedingung, die richtige Nähe. Zweite Bedingung, dass man die Tat sofort dass man die Tat bereut. Traurig ist, wenn man an diese Tat denkt. Drittens, dass man die Tat nicht mehr begeht, dass man beschließt, diese Tat nie mehr zu machen. Wenn das ein Recht von den anderen ist, dann ihnen ihre Rechte geben oder sie um Verzeihung zu bitten. Und dann, dass man nicht immer sagt, später mache ich Reue, sondern sofort. Und dass man den Ort verlässt und die Gruppe. Weil wenn man diese Gruppe nicht verlässt, die werden ihn ziehen, die werden diese Person ziehen. Und diese Person wird weiter Sünden begehen. Und wenn man an dem gleichen Ort bleibt, dann ist es auch das Gleiche. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aufpassen. In diesem Zusammenhang, barakallahu fikum, die Sachen machen. Nein. Die Erklärung ist prinzipiell richtig. Allah vervielfacht den Lohn von den guten Taten und eine Sünde wird als eine gezählt. Aber wie wert ist diese eine Sünde? Wie viel wird das abgewogen? Auch wenn man nur einmal Allah beschimpft, das ist einmal. Aber wie ist der Wert? Das ist die Sache. Deshalb, Achim Barakallahu Fik, auf die Waage gibt es Sünden, die so schwer sind. Die sind anders als eine kleine Sünde, was man begangen hat. Deshalb hat man keine Garantie hier. Da gibt es Hadith, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, der Mann, der groß ist und fett ist und so was, der kommt am letzten Tag und der wird an der Waage nicht mehr als Flügel einer Mücke wiegen. Überlege dir, vielleicht ein Mann 150 Kilogramm, der kommt am letzten Tag, der wird in der Waage getan und ein Flügel. Nach unserer Auffassung. Wie eine Mücke ist schwerer als ein Mann 150 Kilogramm. Ja, aber deshalb die Wagen am letzten Tag, die sind anders als unsere Wagen heute. Waagschalen meine ich. Die sind total anders. Deshalb, barakallahu fikum, das ist gut, was gesagt wird. Allah vervielfacht den Lohn von Guten und so, aber das ist nicht genug, weil du nicht weißt, wie Allah die Sünde wiegen lässt. Ja. Natürlich kann man Hadith als Beweis nehmen, dass man zu allen Menschen gut sein muss. Ja. Aber es gibt Methoden, wie man gut ist. Manchmal gut bedeutet, dass man hart zu dir spricht. Das ist auch gut.
Umar ibn Khattab manchmal auch hat den Stock benutzt. Das war gut. Die Geschichte mit Sabir ist bekannt, ja? Na. Schön. Und wir sagen, dass die Gelehrte, eine Talibren, die gleiche Sünde bekommt, mehr Strafe als eine, die sagen so. Durchschnittliche. Allahu Alam. Man sagt das bei den Gelehrten allgemein, derjenige, der weiß und der begeht eine Sünde, ist anders als derjenige, der nicht weiß und der begeht eine Sünde. Aber die Sünde ist Sünde. Aber natürlich, derjenige, der Wissen hat, wenn er sündigt, ist total anders als derjenige, der kein Wissen hat. Meine, wenn jetzt eine wissende Person, eine Person, die angesehen ist, ein Wort sagt, ist total anders, als wenn ein, sage ich jetzt, eine Person, die bekannt ist, dass diese Person schlechte Wörter sagt. Die Leute bei den Personen, die schlecht macht, die merken das nicht viel. Aber bei demjenigen, der angesehen wird, natürlich. Deshalb, Ibn Abbas wurde gefragt, wie kann ein Gelehrter oder eine wissende Person, wie kann eine wissende Person sündigen und etwas Schlechtes machen? Er hat gesagt, in diesem Punkt vergisst er, dass er vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen wird. Und deshalb min jahalatihi fa'ala al-jahala. In diesem Punkt, wie manche Leute sagen, naja, diesmal, ich mache das, dann mache ich Reue. Dann kommt einmal und dann einmal und einmal und einmal. Das ist das Gleiche, wenn man anfängt zu klauen. Da fängt man nur mit etwas Kleines und dann wird es größer. Oder mit Rauchen. Nur ein Zug und dann nicht. Ach ja, okay, naja, astaghfirullah. Noch ein Zug, astaghfirullah. Noch ein Zug, eine Zigarette. Naja, diesmal nur Zigarette, dann zweite, dann dritte, dann fünfte, dann am Ende erstmal rauchen. Deshalb, man sollte in diesem Punkt aufpassen. Die Sünde wird immer schwanger. Und die Schwangerschaft einer Sünde ist schneller als die Schwangerschaft von anderen Tieren. Ja, sage ich euch, ja. Die Sünde wird schnell schwanger und die entbindet schnell. Und diese Entbindung ist so schnell, dass die nach der Entbindung sofort auch alle neuen Sünden schwanger werden. Manchmal kommen Zwillinge. Ja, nee, nicht Zwillinge. Manchmal kommen mehr als Zwillinge. Ja, weil eine Sünde, da wenn man merkt, die Sünde ist nicht leicht. Deshalb die Leute, die Muslime müssen das verstehen. Ich sage nicht, dass alle Muslime keine Sünden begehen würden. Doch, es wird immer geben, dass Muslime sündigen. Aber das heißt, dass er nicht absichtlich diese Sünden begeht. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم